Hi Leute, herzlich willkommen zurück. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Hallo, lieber Michael. Hallöchen. Ja, wir haben jetzt länger nicht aufgenommen. Wir haben mal einige Videos online gestellt und haben gemerkt, dass es eigentlich recht gut ankommt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs viele Einschalten bisher. Und ja, Michi und ich, wir haben auch festgestellt, dass wir ziemlich alte Säcke sind. Und damit meinen wir nicht unser echtes Alter, zumindest du deines nicht. Sondern im Spiel, wir sind jetzt schon über 60, das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir in die Geschichtsbücher von Crusader Kings eingehen. Und deswegen muss der Michi schon langsam König werden, denn sonst zerfällt sein Reich. Schön zusammengefasst, oder? Genau, und da habe ich jetzt nur die Option, eigentlich jetzt, so wirklich jetzt, dem Königreich von Bayern den Krieg zu erklären. Weil da gibt es die Option für Ansprüche und da kann ich den Anspruch auf den aufs Königreich von Bayern auswählen Die und kämpfe Frage, ihm den Titel. also ich meine, wenn ich dir helfe, er hat 2200 Mann, dann hat er nochmal zwei Verbündete und dann hat er auch noch Genau. die, die unter ihm sind, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die schon dazugezählt werden oder nicht. Das ist halt immer die Weil Frage. normalerweise geben die einen Teil ihrer Armee automatisch an ihn ab, aber die Frage ist, ob zum Beispiel der 1500 dann Nordgau mit in die Schlacht zieht, der könnte ziemlich viel ausmachen. Also ich hätte auch doch noch einiges unter mir. Ich hätte hier 500, ich hätte da nochmal 500, ich hätte da nochmal 800. Hast du noch Verbündete? Dich? Außer mir? Nein. Aber wenn es da zusätzlich noch jemanden vielleicht dazu rufen könntest? Es wird die Frage, mit wem ich jetzt. Ich könnte noch schnell versuchen, ihn anzuheiraten. Ja. Hast du nicht eh keine Frau jetzt? Ja, ich habe zurzeit keine Frau, ne? Wenn ich jetzt auf Bündnismacht gehen, Hm. der erste Mal eine Elfjährige heiraten, na Das geht sich nicht aus. Spaß. Das sind alles deine Kinder, das ist blöd. Irgendwas, das in der Nähe wäre, wäre halt wirklich praktisch, weil dass die halt auch gleich fix da wären. Ostfrankenreich wäre mega praktisch. Ja, oder werde ich nur finden? Oder Großmähren. Kinder. Ungarn ist unglaublich stark. 3100 Mann, ja, Alter. Ungarn wäre, ja, Ungarn wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube da, ja, die hassen mich komplett, das kann ich vergessen. Polaben mag mich auch keiner. Italien mag mich auch keiner. Mögen dich die alle nicht? Ich glaube, weil ich einmal einen Waffenstillstand gebrochen habe. Ja, wir können es halt nur so probieren und halt versuchen, dass wir taktisch klug spielen. Das heißt, abfangen und ihn so vielleicht ein Warte. bisschen auszudünnen. Wie Gold hast denn du? 525. Ja, was ist, wenn es dann sonst notfalls noch eine Söldnerarmee dazu nimmst? Mit Das ist die 525 geht sich Frage. halt alles aus. Ja, die Frage ist halt, ich weiß nicht, wie viel ich dann, also ob ich nicht noch Geld zahlen muss, damit ich dann den Titel übernehmen kann, aber ob das nach dem Ja. Krieg eigentlich automatisch einfach der Fall ist. Das ist halt die Frage. Ist die Frage, ob du das vorher zahlst oder nachher? Ja. Weil dann würdest du es quasi auch zahlen, wenn du es nicht schaffst. Klar, sonst könnte ich natürlich mir jetzt noch eine, weiß nicht, 1000, 1500 Mann für 300 holen. Das wäre schon noch eine Möglichkeit. Ja, wenn es gibt so viele noch. Ja, die Oh fränkische no, Kompanie. du kannst die Tempelritter anwerben. Für 411 Frömmigkeit, die haben 5000 Mann, die sind gerade verfügbar. Wirklich? Ja. Wo ich finde die Tempelritter Ah, nicht. okay, du musst dich im Krieg befinden mit jemandem eines feindseligen Glaubens. Dann kannst du sie. Ja, das geht nicht. Ja, die sind Aber welche 1500 Mann findest katholisch. du? Weil ich finde nur die 740, die größten Söldner. Na, ich habe jetzt einfach sortiert und da steht bei mir. Was? Da, Fränkische Kompanie, 1530 Mann. Ah, bei mir ist nicht sortiert. Wo kann ich denn das sortieren? Blödsinn, bei mir ist auch nicht sortiert, dann habe ich sie random gefunden. Ich Ah, glaube, die okay. sortieren. Also sind die, nein, die sind nur eh nach Truppenstärke sortiert, oder Bei mir nicht? nicht. Nee, gar nicht mal. Unten sind Dann bist du blöd, ist okay. 2000er. Entschuldigung. Ja, Ja, die könnte ich mir aber theoretisch dazu die hören. österreichische Das Kompanie 1200. sind meine eigenen Söldner. Ich finde die lustig, die. Was haben wir da? Die alemannischen Mietklingen. Die finde ich lustig. Ja, dann ich würd's ehrlich gesagt einfach fast probieren. Ja, ich glaube. Weil wenn ich jetzt sterbe, dann verliere ich sowieso einen Großteil von meinem Reich.
So oder so verlierst du quasi. Du kannst nur gewinnen, sagen wir so, gell? Quasi. Genau, ja. Daher werde ich das jetzt dann einfach direkt probieren und hoffen, dass es gut geht. Aber wir könnten theoretisch abwarten, was von ihm alles in den Krieg zieht. Weil wenn du es alleine schaffst, also du könntest, oder nimmst du mich von Anfang an dazu? Ich würde die von Anfang an dazu nehmen. Okay, weil sonst hätten wir es als Backup theoretisch machen können. Aber das hätte Ja, ich nichts glaube, da geholfen. könnte ich die Söldner als Backup holen. Ja, stimmt. Ja, gut. Na gut, dann probieren wir es, würde ich sagen. Ich werde gleich mal den Krieg erklären, solange noch passiert ist. Weißt du, Und wie man schauen. mehrere Sammelpunkte. Achso, da gibt es einen zweiten Ich Sammelpunkt. habe dann einen Ruhm-Malus, aber keine Ahnung. Der ist ja eh weg, sobald der Charakter stirbt. Geklärt. So, jetzt wird gefetzt. So, dann schieb ich meinen Kann ich dich gleich dazu holen? Sammelpunkt vielleicht darüber. Es wäre so geil, wenn du mich nicht dazu holen könntest, weil du von irgendwas zu wenig hast. Das wär tatsächlich witziger. Mein Plan ist ja jetzt dann noch Kärnten zu holen. Das werde ich dann als nächstes machen, wenn wir mit dem fertig sind. Warte kurz, ich habe vergessen, wie ich dich als Verbündeten dazu hole. Du musst mich anklicken und dann Auf. rechte Maustaste. In den Krieg rufen. Das Gute ist ja, dass unser Bündnis auch bleibt, weil mein Sohn ja mit deiner Tochter verheiratet ist. Ich kann nicht, Wieso? weil du ein Vasall von ihm bist. Nicht im Ernst. Ja. Gut, dann wird das wohl auf Söldnerarmeen rauslaufen, meine Freunde. Ja, Let's go! oder ich erkläre gleichzeitig meine Unabhängigkeit, dann hat er zwei Kriege. Also, das kann ich auch Das wäre machen. aber gar nicht so blöd, weil dann wären wir zwei unabhängige Reiche, dann wäre ich nicht unter dir danach. Richtig. Ziehen wir das so durch? Ja, Sind wir mach das einfach mal. richtig risky? Jetzt muss ich schauen, ob ich das kann. Kann eine. Beginnt Unabhängigkeitsfraktion gegen König Arnulf. Er hat 1500 Mann und 2200 Verbündete. Ich habe sowieso auch noch. Habe ich nicht die Venezia? Die habe ich nicht mehr als Verbündete. Da passiert. Ah, die sind. Okay. Ja, ich überlege gerade, wie ich das schaffen soll. Also, ich kann nur eine Unabhängigkeits- oder eine Anspruchstellerfraktion gründen, aber wenn ich eine Fraktion gründe. Kannst du nicht einfach so Unabhängigkeit, also Krieg und dann. Krieg erklären, Unabhängigkeitskrieg. Das geht. Kostet 500 Prestige. Ich würde das nur zuerst probieren mit dieser Unabhängigkeitsfraktion, weil es mich einfach interessiert. Okay. Weil vielleicht endet das sowieso im Krieg. Ja, legen wir einfach mal los. Ja. Also du hast genug Geld, um dir im Worst Case das Ganze mit den Söldnern zu sichern, oder? Ich glaube, ich könnte mir zwei Söldnertrupps könnte ich mir auf jeden Fall leisten. Okay, ja passt. Dann gründe ich die Unabhängigkeitsfraktion. Keine Ahnung, was das bringt, wir werden sehen. Bin ich mal gespannt. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach aus Prinzip schon einen Söldner holen sollte. Ja, dann hole ich mir jetzt aber ganz schnell einfach noch Kärnten. Sorry. Ja, ich werde noch schnell eine Söldnerarmee holen. Ach, ja, weil. Hat's ja, hole ich mir halt die. Die hier. Für einen Vertrag über 3 Jahre. Okay. So, ich versuche mir jetzt noch schnell Kärnten zu holen, weil das müsste gehen. Wahrscheinlich bist du das Team 170 Mann. Also das geht ganz gemütlich und dann schauen wir mal oben bei dir dazu. Die 1500 sind Söldner. Genau, das ist Okay. jetzt eine Söldnermee. Aber die ist aber auch ziemlich stark. Also belagert er da oben schon. Da bin ich gespannt. Jetzt letzte Part war, glaube ich, ja eher abwarten, Geld sparen und so weiter. Jetzt geht schon doch ziemlich zur Sache. Aber Falls. die Zeit drängt halt. Wenn ich jetzt nicht König werde, dann ist halt viel weg. Ich weiß nämlich nicht, ob es eine andere Möglichkeit gäbe, das irgendwie besser zu machen. Dazu kenne ich die Spieler obviously zu wenig.
Sorry, dass ich jetzt anhalte, aber natürlich, du hättest deine anderen Kinder enterben können. Hoppla. Das haben wir nicht bedacht. Das hab ich ja sogar gemacht. Ja, Echt? sicher. Ich habe ja auch mehrere Söhne. Naja. Warte mal ganz kurz. Krieg, Philipp. Samuel? Krieg. Ja, der hat die Eigenschaft enterbt. Shit. Naja, gut. Naja. Machen wir es spannend. Wir sind hier zur Unterhaltung und nicht damit da irgendwer was lernt. Wirklich so, ja, sollen es selber machen. Ja. Hallo? So. Ich werde jetzt kurz so viel abstellen. Oder halbieren wir einfach, dass ich dem da nachlaufen kann. Also, man muss nur mal anfangen, Schlachten zu gewinnen. Also wirklich in großer Zahl, damit man selber möglichst wenig verliert. Und das wird, glaube ich, erstmal eher ihm hinterherlaufen, großteils. In der Hoffnung, dass ich ihn da irgendwann mal zerschlagen kann, weil klar flüchtet er sofort. Ich kann ihm den Kriegsbeitritt anbieten. Den kannst du einen Kriegsbeitritt anbieten. Deinem Gegner. Ich wollte gerade nämlich schauen, ob ich ihm den Krieg erklären kann, aber dadurch, dass ich diese Fraktion gegründet habe, kann ich ihm scheinbar nicht den Krieg erklären. Es ist wirklich der König direkt, der die feindliche Armee befehligt. Die 1900er da? Ja. Also die du gerade vermöbelst? Ja, also wenn ich die natürlich Boah, habe, das wäre dann. Best Case, ja. Du kannst mir dann die Unabhängigkeit einfach geben, oder? Ich glaube, ich Glaube kann ich. dir die Unabhängigkeit geben, ja. Sicher, aber das haben wir ja in Dänemark bei unserem privaten Spielstand gehabt, oder? Ja, ich glaube. Das. Ja, fix, ja, nein, das müsste gehen. Ja, das wäre dann auch optimal. Wobei, wenn ich kein Königreich ausrufen kann, außer Österreich, dann bringt mir die Unabhängigkeit gar nichts. So, der flüchtet und ich kann jetzt den. Das Coole ist, Entschuldigung, ich muss ganz kurz pausieren. Ja, kein Stress. Wir Den schauen Überblick haben, begeistert zu. weil das Königreich der Großmähren hat gerade noch einen Krieg, noch zwei Kriege gegen andere. Er hat einen Bauernaufstand und hat da einen Krieg gegen Herzog, hier ist der Rorgon von Toskana. Und der Toskana. Ja. Ja. Der kommt gar nicht zu mir, der ist nur dem Krieg beigetreten, aber der kann nicht unterstützen, weil seine Armeen innerlands, glaube ich, allesamt beschäftigt sind. Ja, das ist ja perfekt. Ja, sehr schön. Ja, okay, ja, dann mache ich kurz weiter und ich werde ihm gleich hinterherlaufen mit der Armee. Weil wenn das Du musst wirklich nur der König. aufpassen, wenn der in meiner Nähe ist, nicht, dass ich dann als Verbündeten zähle, weil er ja doch Ja. mein Lehnsherr ist. Ich kann die Pause nicht aufheben, kurz zumachen. Okay. Ja, schau mal, der versucht, glaube ich, oder geht der zu mir? Nee, der flüchtet runter. Gefangen Aber ich glaube, genommen, du zielst nicht im Krieg bei ihm. Nein, du ne? zielst nicht als Verbündeter. Ja, passt. Geht jetzt der Kärntner darüber? Auch gut. Also die 114 Armee zusätzlich, die will ich jetzt auch noch schaffen. Ja. Die sind. Steyr wird angegriffen. Ich könnte tatsächlich. Na, doch nicht. Sorry. Und das ist ein sofortiger Sieg, wenn du den gefangen nimmst. Normalerweise schon. Gefangen oder umbringen. Also, das ist. Jo, ein Ratsmitglied starb an Folge von Selbstkasteneihung. Das ist ja ungeschickt. Das passiert den Besten. Jetzt musst du aufpassen, geht jetzt zu mir. Ja, ich hoffe, dass ich ihn vorher gerade noch abfangen bekomme. Ja, sonst warte einfach. Ich dazugehen und wir testen es. Nicht. Ja, der denkt sich wirklich, dass er da bei mir jetzt geschützt ist von mir. Darfst halt jetzt nur nicht durch uns durchlaufen irgendwie. Na, also rechts habe ich gleich gewonnen und dann löse ich eh gleich auf.
dein Sohn konnte den verstümmeln. Das ist mein Junge. Ich glaube, ich muss noch mal wen verwundet. Was? Ah, ich kann die Armeen gerade nicht auflösen, weil Feinde in der Nähe sind, also du. Entschuldigung. Ah, ich habe mich angenommen. Achtung, rechts unten. Ah, du hast es echt geschafft? Ja. Boah, wie geil ist das denn? Ja, Königreich von Bayern. Hat sich erledigt. Mega. Okay, dann löse ich mal meine Armeen auf. Finde ich auch. Okay. Neuer Lehnsherr, König Haribert. Oh, das wird jetzt... Gratulation. Das ist jetzt viel... Ich bin mit niemandem im Krieg. Das ist schon mal gut. Wie viele Vasallen hast du jetzt bitte? Du hast jetzt eine Macht, du hast 5700 Mann. Ja. Werden da jetzt die Söldner dazu gerechnet? Und das bedeutet jetzt aber, nachdem ich jetzt König bin, mein Spielerbe, ihr habt das ganze Königreich, oder? Musst reinschauen, aber so sollte es sein. Wo kann ich denn das genau sehen? Rechts oben auf Reich, auf die grüne Krone. Bei Ansprüche unten, gell? Also bei Reich, Entschuldigung. Wo ist Reich? Nachfolge. Rechts oben Reich, die grüne Krone. Ja. Nachfolge, ja. Dann Prinz Leopold von Bayern. Wenn du stirbst, wird er als Spielerbe weiterspielen. Aufgrund von Bundesteilung des Reichs. Ja, hat er erbt den Titel König, oder? Steht das irgendwo genau? Das ist das linke Wappen. Das linke ist immer das stärkste Wappen normalerweise. Wenn du das aufpasst. Warte, kann ich bei dir schauen? Ja, warte, ich kann es dir kurz schicken. Screenshotten? Genau, wir haben hier die Technologie auf unserer Seite. Genau, der Michi schickt mir jetzt so eine Diskette rüber. Also bei mir steht das jetzt so da. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Ich werde es versuchen, euch zu beschreiben. Hast du schon was geschickt? Ja. Auf genau. Discord. Achso, als Nachricht, sorry, ich dachte bei uns in den... Achso, ja. Kannst du da raustappen? Perfekt, du hast da sonst eh nichts anderes. Normalerweise hast du darunter noch die anderen Söhne und welche Wappen die erben. Okay. Also alles safe. Alles safe, perfekt. Not bad. Ja, das wird jetzt okay. Puh. Jetzt wird es eher interessant, das Ganze zu halten. Das Ganze zu verwalten. Viel Spaß. Ich hätte gern die Unabhängigkeit. Wirklich? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, das sollten wir uns überlegen, was das für... Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so meint. Ja, aber wo Kommentare, du sollst nach Puller, hat er gesagt. Achso, ich soll Puller einnehmen, stimmt, ja. Ja. Damit wir einen Mehrzugang haben. Genau. Dazu müsstest du halt dann das Königreich Italien, Republik Italien angreifen. Weil Puller gehört. Kannst du nicht außerhalb? Du könntest Kroatien angreifen. Warum sollten wir? Das habe ich auch schon überlegt, ja. Kroatien hat ja auch mehr Anschluss. So ist ja nicht. Ja. Das wäre auch ziemlich cool. Wenn man mal stattdessen, weiß nicht, hier, was ist das bei Rijeka dort? Krk-Cres. Vielleicht funktioniert das auch. Mhm, durchaus. Jetzt muss ich erstmal noch schauen. Nicht nur Höflinge, nicht Ritter. Jetzt brauche ich Kriegsvolk, kann ich mehr ausheben. Kann ich Regiment erschaffen. Ich habe noch angeworben von euch. Dein Sohn schaut überhaupt nicht aus wie ein König. Aber dein Sohn ist viel jünger, du hast den ja viel später gekriegt, gell? Ja, hat sich deine Homosexualität mal wieder ausgezahlt. So, jetzt kann ich noch ein Kriegsvolk ausheben. Jetzt habe ich Bogenkämpfer, gepanzertes Fußvolk und Piken. Jetzt werde ich mal irgendwelche Reitereien, glaube ich, ausheben. Mhm. Das kann ich mal machen. Bleche ich einmal. Einmal nicht genug Geld. Also mein Vasall ist jetzt im... Oh Gott. Ich habe jetzt zwei Vasallen. Hat 15 Ränkespiel. 31 Jahre alt. Jetzt habe ich einen Stallmeister.
Effektivität basierend auf Eignung, glaube ich, gut. Ich glaube, ich werde meinen beiden Enkeln die Titel vergeben da jetzt. Was heißt da Heirat erlauben? Achso, dass er eigenständig heiratet, ist ja lustig. Titel vergeben. Dem könnte man geben. Grafschaft von Kärnten und Villach. Ich habe ein paar Vasallen, die mich halt überhaupt nicht mögen. Einer davon sitzt im Kerker in meinem. Die ist von Knittelfeld. Wo ist Knittelfeld? Da. Die könnte man auf jeden Fall mal ersetzen. Eine unehrenhafte Närrin, die paranoid ist und rauflustig. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Das können sie, das Lösegeld können die alle nicht leisten und ein Druckmittel brauche ich nicht. Das muss ich jetzt noch schauen. Gibt es irgendwer, der besser ist in gewissen Sachen? Der ist insane. So. Achso, ich wollte nochmal auf die anderen Vasallen schauen. Graf Siegfried. Wie viele Enkel habe ich denn eigentlich? Könnte ich doch sicherlich noch ein paar andere Sachen vergeben. Möchtest du zufällig mein Ratsverwalter werden? Ich glaube schon, oder? Das ist das mit, mit dem Geld? Ja. Yes. Ich habe 33 Verwaltung. Ja, deswegen bist du noch abtrittst, glaube ich, bist du da schon ganz gut. Die ein, zwei Jahre. Da haben wir noch einen Herr. Der ist auch Haribert. Diebe. Erzbischof kann ich nicht rausschmeißen. Der ist 3. Dass das gleich alles nach hinten losgeht und sich dann 100.000 Leute von mir abspitten wollen. So, Dynastiebaum. Da ist die Ordnung überall schrecklich. Kultur ist sonst überall perfekt. Außer in Kern. Da ist was falsch. Ha! Quarantanisch. Haribert und Walter. Haribert kann nix. Der ist ein Genie. Der Walter, der ist 3 Jahre alt. Den laden wir an den Hof ein. Und dem würde ich eigentlich ganz gerne einen Titel vergeben. Wieso kann ich das nicht? Ich bin ja so gespannt. Was meinst du zum Thema Unabhängigkeit? Macht Sinn, dass ich unabhängig bin oder nicht? Ich kann sowieso das Königreich von Steiermark nicht auch schaffen. Nein, ich glaube, ich würde fast so lange mein Vasall bleiben, bis du ein Königreich schaffen könntest, oder nicht? Ja, da müssten wir halt expandieren, weil dann müsste ich ein anderes Königreich schaffen quasi. Kroatien oder sowas in der Art. Ja genau, weil darüber wäre auch das Königreich von Bayern, das geht logischerweise nicht. Genau. Außer... Du schaffst das Kaiserreich. Ja, und dann kannst du das Königreich haben, ja genau. Ja. Genau. Ja, aber fürs Kaiserreich, was braucht man denn dafür? Kaiserreich von Germanien. Ja, das ganz Deutschland, gut. Österreich, Ungarn. Steht aus 2 Königreich-Titeln. Puh. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Gut schauen. Laibach gehört auch da dazu. Was haben wir da? Königreich von Kroatien? Das gehört zum byzantinischen Kaiserreich. Die sind halt so riesig. 5200 Mann, die haben nicht viel mehr als du. Ah, die haben weniger sogar, gell? Die hat weniger als das byzantinische Königreich, Kaiserreich. Das Königreich vom Ost... Also das Königreich von Ostfrankreich hat gerade 900 Mann. Holst dir. Okay, ein Vasall von ihnen hat aber 3000. Kroatien hat gemeinsam 1800 Mann. Kroatien. Verbündete. Auch nicht viel. Ich werde mal schauen, dass ich einen Kriegsgrund kriege, okay? Okay. Ja, ich muss erstmal, glaube ich, das Reich ein bisschen sortieren gehen. Ja, das passt dir. Dann legen wir einfach los.
Ja. Ratseinladung, vielen Dank. Boah, plus 9,8 jetzt, Dankeschön. Jetzt bringen wir gut Cash. Gute Leute mögen mich mittlerweile auch wieder, glaube ich. Dem kann ich jetzt einen Titel Manipulation. vergeben. Wieso kann ich dem nicht Kärnten und Villach? Achso, dann Grafschaft von Kärnten. Einschüchtern. Muss ich kurz was checken. Grafschaft von Knittelfeld. Und eurem Glaubensoberhaupt um Gold. Wieso kann ich den Titel nicht vergeben? Ich habe gerade meinen Enkel an den Hof geholt, aber ich kann ihm die Grafschaft von Knittelfeld nicht geben und ich weiß nicht warum. Ins Leopold von Bayern. Ach, das ist mein Sohnemann, der hätte gerne einen Posten. Prinz Arnulf hätte gerne Ist einen gerade eine Posten. Fraktion gegen dich geschaffen worden? Ist gerade. Gräfin Gertrude von München. Ich muss gerade so viele Meldungen durchklicken. Das glaube ich dir. Ich kann vier Herzogtümer schaffen. Ich nur zwei. Kernburg wurde in Wien gebaut. Aber das wäre vielleicht gar nicht so blöd, so einen Herzogtumtitel zu schaffen. Gut, dass du das sagst. Muss ich gerade Da. schauen. Grafschaft von Pitten. Herzogtum von Tirol. Und wieder eine Enkel bekommen. Ich glaube, bei diesem Spiel kommt irgendwann der Punkt, wo du wirklich dann in der Größe von deinem Königreich ewig lange sitzen bleibst, dich einfach nur vorn und hinten verteidigst und mal langsam aber sicher Städte anfängst auszubauen. Und da Ich bin glaube, so ich stelle ich mir das vor. dann halt echt auch gespannt, wie das wird mit Intrigen und so weiter, weil du kannst ja nicht so vielen mächtigen Vasallen irgendwelche Ratsposten geben und so Zeug. Vor allem, wenn sie schlechte Stats haben. Ja, das stimmt. Und ich gebe keinem Neuners Dude einen Punkt bei mir. Ich muss sowieso irgendwas anderem schauen. Ratskanzler ist eine 13. Das ist halt Der ist ein lächerlich. Graf. Ich bin was? Einen Herzog. Okay, deswegen will ich keine Herzogtümer schaffen. Kann mich schon wieder erinnern. Ah, es ist echt nicht einfach. Und Frau habe ich natürlich zurzeit auch keine. Katholisch-kroatisch, okay. Gerade überlegt, ob ich die Dings, die Tempelritter gegen die Kroaten nehmen kann, aber die sind natürlich auch katholisch. Das wäre sonst gemütlich gewesen. Aber vielleicht kann mir jemand, der unbedingt noch diesen Meerzugang wollte, sagen, was dieser Meerzugang eigentlich bringt. Das stimmt, das wäre allerdings nicht schlecht, wenn man das wüsste. Ja. Die braucht noch einen Mann. Warum hat jeder Einzelne, der zur Verfügung steht, so einen hundsmiserablen Diplomatiewert? Brauche ich das dann noch wen leicht? Ja, einer hat eine 22, aber der tut es 66. Das heißt, der ist da und ist sofort über dem Berg. Und seine Gesundheit ist schlecht. Nee, der hat mindestens noch 2 gute Monate. Ja, schwierig. So, noch ein bisschen warten. Habe ich jetzt auch noch so viele Gefangene? Ich Ah, warte. habe ich im Gefängnis, ja. Das Den werde ich jetzt mal freilassen. Dadurch mag er mich. zeigt dir mal einen Diplomatiewert, der ist schrecklich. So, dann gehen wir beeinflussen, damit er mich mag. Sind Diplomatie, ist, ich muss auch mal schauen, wie die da sind. Ratsspitzelin ist nicht sonderlich gut. Geben wir dem Vasallen jetzt mal diese Stelle. Und schon mag er mich. Ausgezeichnet. So, jetzt haben wir eine Vasallin, die mich noch nicht mag. Das ist die Junge, wo wir halt die ganze Familie abgeschlachtet haben. Kann ich verstehen, dass die mich nicht mag? Das war doch nur ein kleiner Ausrutscher. Großeltern tot.
Eltern tot. Nee, die Mutter lebt noch. Die Mutter lebt noch, ja. Dann werde ich Einfach. den Komplott abbrechen. Das reicht eigentlich so, wie es ist. Und dann schauen wir, dass sie uns auch noch irgendwie mag. Bollwerk in Salzburg gebaut. Wunderbar. Yeah, Bollwerk. So, mein Kriegsvolk ist jetzt auch wieder voll geupgradet. Ich kann sie nicht beeinflussen, weil sie ein Kind ist. Huhuhu. Cry me a river. Hallstatt wurde was gebaut. Ich kann jetzt einfach ihr Vormund werden. Das mache ich jetzt mal. Vielleicht mag sie mich dann mehr. Finde es einfach so geil, dass ich da drüben so einen kleinen Fleck im Ostfrankenreich habe. Gerade die Baronie von Baden, die da hinten chillt. Ah ja, dort. Das ist so Das ist spitze. wirklich schräg. Kontrolle 95, es wird schon langsam. Ja, sehr, sehr schön. Läuft bei uns. Das Geld sparen und abwarten bei mir tut jetzt auch gut. Und man muss auch sagen, während du König wurdest, habe ich ja auch zwei Regionen auf einen Schlag eingenommen. Also so gesehen ist das ein ziemlich erfolgreicher Part gewesen, gell? Ja, und das innerhalb von 5 Minuten. Weißt du, was ich mir gerade eine Frage stelle? Willst du es mir sagen? Vielleicht im nächsten Part. Oh Hihihi. je. Cliffhanger. Bye Danke fürs Einschalten heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. bye.